Heute bin ich vor eine Herausforderung gestellt worden. Ich habe hier dieses Apple iPhone 12 Pro erhalten mit einem Displaybruch und das Gerät zeigt nichts mehr an. Ich soll allerdings nicht wie üblich das Display einfach austauschen und das Gerät so reparieren, sondern mein Kunde will lediglich die Daten von diesem Gerät auf sein neues iPhone 15 Pro Max übertragen haben. Aber wie machen wir das, ohne dass wir das Gerät reparieren? Oder reparieren wir das vielleicht doch? Oder wie läuft das ab? Zuerst schauen wir uns das Gerät mal genau an, nehmen wir dazu mal die Hülle ab. Dann sehen wir schon, wenn es auffällt, hier die Gläser, seht ihr das? Das obere ist unterschiedlich von der Farbe. Und zwar wurde bei diesem Gerät in der Vergangenheit schon mal die Rückseite gegen eine nicht-originale getauscht. Genau wie das Display, das erkennt man auch daran, dass dieses Modell hier einen relativ starken Farbunterschied zwischen dem schwarzen Rand vom Display hat und quasi den etwas gräulichen. Mach es mal kurz sauber und hol mal kurz ein anderes Handy. Und zwar, was mir hier schon aufgefallen ist, links habe ich hier mal ein iPhone 12 mit Originaldisplay und rechts das Modell vom Kunden. Wenn man die genau miteinander vergleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das in der Kamera gut seht, aber ich sehe es ja jedenfalls, dass hier der Rand ums Display, beziehungsweise der Farbunterschied zwischen dem schwarzen Rand und quasi dem ausgeschalteten Teil vom Display, der Kontrast ist hier viel höher, also eigentlich das Display in der Mitte heller, wie das beim 12er der Fall sein soll. 12er und 12 Pro haben beide das gleiche Display, sollten also auch gar keinen bis minimalen Farbunterschied noch haben. Daher bin ich mir hier schon sicher, dass wir bei dem 12er kein Originaldisplay haben. Das hat mir auch der Kunde vorab schon gesagt, dass er das selber schon mal Akku, Display und die Rückseite getauscht hat. Deswegen sieht man das auch an der Kamera, dass hier die eine Linse so weiß durchsichtig ist, die anderen jedoch bläulich. Das ist immer ein sicheres Zeichen, dass hier irgendwas nicht stimmt bzw. nicht original ist, weil original habt ihr hier immer Saphirglas drauf. Das führt dazu, dass die Linsen dunkel, also so schwarz-bläulich verfärbt sind. Hier sieht man das auch bei 2, da ist es original noch, aber daher oben dieses Glas scheint nicht original zu sein, da eben hier diese bläuliche Verfärbung nicht vorhanden ist. Das hat zwar jetzt alles mit dem Fehler nichts zu tun, aber da wissen wir schon mal, an dem Gerät wurde schon mal ordentlich in der Vergangenheit dran gearbeitet. Aber bis zuletzt, bis zu dem Sturz im Display soll es wohl funktioniert haben. Trotzdem will ich jetzt hier nicht einfach mal blind das annehmen, was der Kunde meint. Der meint, das zeigt nämlich überhaupt nichts mehr an. Das überprüfen wir natürlich einmal kurz mit dem Messgerät, was passiert, wenn man das Gerät aufladen will. Stromaufnahme schon mal da, knappe 2,4 Ampere, das ist auch das maximale Laden, was dieses Modell unterstützt. Das heißt, laden müsste es eigentlich, aber wir sehen keinen Ladekreis oder ähnliches. Die erste Möglichkeit, die mir dann einfällt, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt einfach versuchen, ohne dass wir hier das Display bedienen können, direkt die Daten vom alten auf das neue iPhone zu übertragen. Funktioniert das vielleicht sogar? Schauen wir nach. Dazu müssen wir hier erstmal das neue iPhone aus seiner Schachtel rausnehmen. Dann lassen wir das iPhone 15 Pro einfach mal schnell hochfahren und an einem der Punkte im Einrichtungsmenü gibt es ja dann den Reiter Daten vom alten Gerät übernehmen. Schauen wir mal, ob das erfolgreich ist. Gehen wir mal kurz durch den Einrichtungsprozess auf die Schnelle durch. Jetzt sehen wir schon, es wird nach Geräten in der Nähe gesucht. Apple bzw. das iPhone schreibt jetzt hier, das alte Gerät sollte in der Nähe sein. Und es sollte neuer wie iOS 11 sein, aber das dürfte beim iPhone 12 Pro jedenfalls der Fall sein, wenn es schon mal in der letzten Zeit geupdatet worden ist. Zusätzlich sehe ich gerade, es wird auch vorausgesetzt, dass Bluetooth aktiviert ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das bei dem anderen Modell der Fall ist. Was mir aber schon auffällt, normal geht das hier viel schneller und das Gerät müsste eigentlich schon gefunden worden sein. Das heißt, irgendwas ist hier am anderen Gerät nicht richtig, beziehungsweise erfahrungsgemäß ist es auch so, dass ihr das alte Gerät erstmal entsperren müsst, bis das die Daten freigibt. Das heißt, wenn hier ein Sperrcode oder eine Face ID eingerichtet war, dann klappt es so schon mal nicht. Die nächste Möglichkeit, an die man vielleicht denkt, wäre einfach mal das iPhone mit einem MacBook oder auf Windows mit iTunes zum Verbinden. Allerdings auch hier, genauso wie bei der Direktübertragung von iPhone zu iPhone,
taucht das Gerät hier gar nicht auf. Normalerweise sollte das nämlich hier jetzt unter Orte erscheinen und ich kann dann ähnlich wie in iTunes auf Windows die Daten wegsichern. Geht aus dem gleichen Grund nicht, warum die andere Sache auch nicht funktioniert hat. Und zwar, das Gerät ist gesperrt. Und wenn ich es jetzt so in diesem Zustand nicht entsperrt bekomme, klappt das Ganze nicht. Wenn man Glück hat, kann es allerdings sein, wenn die Face-ID noch geht, dass man vielleicht kurz reinschaut, sich das Gerät entsperrt. Dann müsste man allerdings immer noch danach hoffen, dass vielleicht der Touchscreen noch geht. Man müsste dann blind genau an die Stelle drücken, wo normalerweise das Fenster erscheint, wo man der Datenübertragung zustimmt. Meistens, wie in diesem Fall, ist es allerdings nicht mehr möglich und das Display und Touch-Funktion reagiert gar nicht mehr. Und was wir da machen können, das erfährst du jetzt. Und genau in diesem Fall, wo ich mit der Software nicht mehr auf das Gerät zugreifen kann, bleibt mir eigentlich nur eins übrig. Und zwar müssen wir das Gerät so weit reparieren, dass man es wieder bedienen kann. Einen Vorteil hat das Ganze aber, und zwar, wie gesagt, der Kunde will in diesem Fall nicht eine Display-Reparatur bezahlen, sondern nur die Daten haben. Das heißt, wir machen das ein bisschen anders, wie man das vielleicht vom Display-Tausch normalerweise gewohnt ist. Aber wie genau, das siehst du jetzt. Ich schaue jetzt erstmal, versuche das Display hier mal auszubauen. Es sitzt hier anscheinend wirklich gut fest. Das hat hier jemand gut eingeklebt beim letzten Mal, als es getauscht worden ist. Schauen wir mal, ob wir hier mit dem Saugknopf was machen können. Oder vielleicht muss man das Gerät sogar aufwärmen. Jetzt hat sich es hier mit Hilfe vom Saugknopf schon etwas gelöst. Schneiden wir mal die Kleber noch, soweit es geht, durch. In dem Fall, da das Display sowieso ein kompletter Totalschaden ist und gar nicht mehr geht, muss ich hier jetzt auch nicht übermäßig aufpassen. Normalerweise, wenn man so ein Gerät öffnet und das Display dabei nicht kaputt machen will, sollte man sich da viel mehr Zeit beim Öffnen lassen, sonst kann man nämlich ruckzuck einen Riss ins Glas bekommen. Aber wie gesagt, in dem Fall, das Display ist sowieso ein Totalschaden. Da brauchen wir jetzt nichts mehr speziell aufpassen oder retten, da wir das eh nicht mehr wiederverwenden können. Da sehen wir auch innen gleich nochmal, Akku wurde schon getauscht. Normal würde nämlich hier ein Apple-Logo drauf sein und hier nicht Polarcell. Ich glaube, das ist eine Firma, die bei uns die Akkus verkauft, also Nachbar-Akkus, nicht Originale. Dann sehen wir auch hier vor hinten das Display. Und damit wir jetzt da was machen können, müssen wir hier mehrere Bleche einmal lösen. Ich stelle mir jetzt kurz etwas hinter das Display, damit hier es nicht komplett wegklappt. Die Kabel, die nämlich ans Display gehen, sind nämlich nicht so lange, dass man das einfach umklappen kann. Und dann muss ich einmal das Blech auf der linken Seite entfernen. Das ist mit zwei Schrauben gesichert. Darunter befinden sich dann mehrere Anschlüsse. Und einmal muss ich das Blech auf der rechten Seite lösen, das mit vier Schrauben gesichert wurde. Eines der wichtigsten Sachen bei allen Reparaturen an solchen Geräten ist immer, den Akku als allererstes Bauteil abzustecken. Das habe ich jetzt an dieser Stelle gemacht. Und danach steckt man hier unten einmal zwei Kabel ab, die zum Display führen. Einmal für Touch, einmal fürs Display selbst. Und hier oben gibt es dann noch ein weiteres Kabel, das auf der Oberseite vom Display zur Hörmuschel und zur Sensorik, die zur Face ID gehört, führt. Wir sehen hier auch, irgendwas war hier auch nicht ganz richtig sauber verklebt. Oder das Display hat hier irgendwo Produktionsschwäche und dieser kleine Kunststoffrahmen, der am Rand vom Display dran ist, hat sich vielleicht schon gelöst, da hier überall in der Kamera Staub ist. Normalerweise sollte hier nämlich kein Staub drin sein. Hat zwar jetzt natürlich für die Datenrettung gar keine Relevanz, aber da sieht man mal auch Gründe, warum wir vielleicht nicht immer die günstigsten Ersatzteile nehmen können, da ihm die dann gerne mal zu Folgefehlern führen. Ich habe das auch von außen schon mal kurz gesehen, wenn man es da nochmal
das Display ein bisschen hinlegen, dann sehen wir schon, wie verstaubt hier die Frontkamera ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die vorher überhaupt noch ein vernünftiges Bild gemacht hatte. Die kann ja eigentlich nur den Staub sehen, fokussiert dann auf den Staub und dann ist alles verwaschen und unscharf. Und um da jetzt die Daten zu retten, schnappe ich mir jetzt einfach irgendein anderes Display, das noch funktionsfähig ist. Das kann eventuell auch sogar ein gebrauchtes sein oder vielleicht das günstigste Display, das man online irgendwo finden kann. In meinem Fall, da ich ja natürlich eine Handywerkstatt betreibe und das eh immer wieder brauche, habe ich die in der Regel auf Lager. Dafür die gängigsten Modelle. Dann stecke ich einfach das Display provisorisch an. Wichtig, erst das Display verbinden und als letztes Bauteil immer den Akku anstecken. Nachdem ich jetzt die zwei Displaykabel verbunden habe, stecke ich als letztes den Akku an. Die komplette Konstruktion hier mit der Hörmuschel oben, die können wir erstmal weglassen. Normalerweise, wenn man das Display tauscht, müsste man diese umbauen an dieser Stelle. Mich interessiert jetzt aber in erster Linie mal, was passiert, wenn man jetzt das Gerät mit dem neuen Display mal einschaltet. Und da sehen wir, Anzeige ist da, Akku scheint leer zu sein. Dann laden wir es erstmal kurz auf. So wie es aussieht, hat das Gerät da irgendein zusätzliches Problem beim Laden, denn es kommt jetzt immer wieder das Akkukabel. Ich sehe aber am Messgerät keine Stromaufnahme, das heißt, es lädt jetzt aktuell nicht. Dann verschwindet die Anzeige wieder, dann ganz kurz ändert sich hier mal was und dann kommt das Symbol wieder. Normalerweise sollte das so nicht sein. Es kann aber vielleicht sein im einfachsten Fall, dass hier nur die Buchse verdreckt ist und es ausreicht, diese mal zum Reinigen. Das werde ich jetzt schnell mal ausprobieren. Da ist jedenfalls schon mal Staub drin, das könnte eventuell schon ausgereicht haben, den Fehler zu verursachen. Schauen wir mal, wie es jetzt nach der Reinigung aussieht. Okay, die Reinigung scheint jetzt hier nichts gebracht zu haben, das Ganze lädt immer noch nicht. Ich hole mal testweise nochmal ein anderes Kabel. Nur um das auszuschließen. Dann habe ich hier mal ein originales Apple-Kabel. Und okay, hier lädt es. Also anscheinend, aus irgendeinem Grund will das Gerät hier mein Kabel nicht. Oder, wobei, jetzt ist es wieder abgebrochen. Ganz kurz hat es was angezeigt, jetzt ist es wieder da. Okay, aber jetzt zeigt das zumindest das richtige Ladesymbol an und nicht mehr das, dass man das Kabel verbinden soll. Ich schaue jetzt mal, ob es jetzt lädt. Ich weiß aber nicht, warum es mit dem Kabel nicht geht. Mit dem habe ich bisher schon ganz viele andere iPhones geladen und noch nie Probleme gehabt. Kann aber sein, wie gesagt, an dem Gerät wurde schon sehr viel vorher vom Kunden selbst versucht zum Richten, beziehungsweise wurden sehr viele Nicht-Originalteile verwendet. Da weiß man natürlich nie genau, wie da die Qualität ist. Vielleicht ist auch die Ladebuchse da zusammen mit der Rückseite schon mal getauscht worden. Dann kann es schon durchaus sein, dass die dann ein bisschen picky werden und dann manche Kabel besser annehmen wie andere. Ich lasse jetzt einfach mal laden, bis wir das Gerät einschalten können. Interessant, das iPhone ist zwar jetzt hochgefahren, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht erahnen könnt. Man sieht hier nur ganz schwach überhaupt eine Anzeige. Das Apple-Logo am Anfang ist ganz normal und dann wird das Gerät komplett dunkel. Ich sehe aber, ich kann mir hier das Feld für einen Sperrcode herholen. Ich entsperre das mal kurz. Und die Helligkeit ist hier auf maximal gestellt und trotzdem zeigt der Display das Ganze extrem dunkel an. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woran das genau liegt. Scheint irgendwie ein Backlight-Problem zusätzlich zu haben, weil das Display selbst ist in Ordnung. Das war ein neues Display aus der Packung.
Das dürfte funktionieren. Warum jetzt es so dunkel ist, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das ja auch noch an der fehlenden Sensorik. Aber was wir jetzt schon mal haben, ich konnte jetzt das Gerät mit Hilfe von dem Display entsperren. Und jetzt will ich nochmal schauen, was passiert, wenn wir uns jetzt das neue iPhone herholen. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz zurück und schaue mit der Suche. Hier taucht das Fenster auf neues iPhone, weiter, verbinden. Dann muss man jetzt das abfilmen, mal schauen, ob das geht. Ich kann das hier kaum erkennen. Okay, scheint aber erkannt worden zu sein. Dann nochmal den Pin. Ich ziehe jetzt mal die Handschuhe aus, weil man mit denen so schlecht den Touch bedienen kann. Okay, dann sprechen sich die Geräte jetzt kurz miteinander ab. Kann man normal auch gleich noch auswählen, welche Daten man haben will, beziehungsweise ich wähle natürlich dann alle Daten inklusive Apple-Account aus. Und dann sollte das Gerät per WLAN vom alten zum neuen Gerät die Daten übertragen. Welcher Vorteil ist jetzt das für den Kunden in diesem Fall? Und zwar, wir sehen ja hier, das Gerät hat anscheinend neben dem Display noch irgendeinen zusätzlichen Schaden, weil es ist jedenfalls nicht normal, dass das jetzt so dunkel ist. Normal müsste das eben hier ganz normal von der Helligkeit sein. Was jetzt das damit auf sich hat, weiß ich nicht. Spielt aber auch keine Rolle, weil der Kunde nur die Daten will. Das heißt, ich übertrage jetzt in dem Zustand einfach die Daten und übertragen kann ich es ja deswegen, weil wir eben hier das Gerät durchs neue Display wieder entsperren können und zumindest hier eingeschränkt soweit bedienen können. Und danach wird das Ganze aber wieder auf das defekte Display zurückgebaut. Das heißt, der Kunde zahlt in diesem Fall nur meine Arbeitszeit und keine Ersatzteilkosten. Und das Ganze ist dadurch viel günstiger, wie das vielleicht eine andere Werkstatt gemacht hätte, die einem einfach ein neues Display verkauft hätte. Und am Ende zahlt man halt dann, je nachdem, welche Displayqualität man nimmt, 200-300 €. Hat zwar dann auch die Daten. In dem Fall, wie gesagt, zahlt der Kunde die Arbeitszeit und hat dann auf seinem neuen Gerät alle Daten drauf. Ich übergebe den Kunden das Gerät natürlich dann auch nicht zerlegt, sondern ich baue dann schon das alte Display komplett wieder ein. Falls er sich dann irgendwann später doch mal überlegt, wenn die Displays vielleicht günstiger geworden sind, als er es repariert haben will, kann man das jederzeit immer noch machen. Abgesehen davon gibt es meiner Erfahrung nach auch beim iPhone keine andere Möglichkeit, dann an die Daten zu kommen. Zumindest wenn ein Passwort drin ist und ihr das nicht irgendwie noch entsperrt bekommt, muss immer der Fehler vorher behoben werden. Mindestens wird es in diesem Fall vorübergehen. Also wie gesagt, das Gerät, das ist jetzt hier nur ganz provisorisch angesteckt und gar nicht richtig verbaut. Wenn man das selber machen will, dann könnt ihr auch euch vielleicht einfach noch einen super günstigen Display umschauen. Nachbaudisplay, gebrauchtes Display mit einem Kratzer, mit einem Bruch, das aber grundsätzlich noch funktioniert. Das sollte normalerweise kein Problem sein, dass ihr damit die Daten überträgt. Nur wenn ihr halt wirklich das Gerät noch nutzen wollt, dann kauft euch bitte ein qualitativ hochwertiges Display, dann habt ihr auch lange was davon. Das war's dann auch von diesem Video schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns im nächsten. Bis dann!